Mühle. 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 Mühle, Eisbohrer, komm hier, Was? Warum kannst du den da nicht... Hallo, Eis! Sie sagt doch, dreht sich das Rad, das Eis aufbrechen. Eisbohrer. Bohr ins Eis. Natürlich, das geht natürlich nur hier. Schrapp, schrapp, schrapp. Ich sollte eine Art Sprengstoff hineinwerfen, um das Eis aufzubrechen. Zum Glück haben wir noch eine Handgranate dabei. Da ist ein Wimmelbild entstanden. Die Explosion hat das Eis aufgebrochen und das Wasser fließt wieder. Die Druckwelle hat das Boot umgeworfen. Ich sollte mir das genauer ansehen. Nein, solltest du nicht. Ich gebe dir den Tipp, guck's dir nicht genauer an, weil, nein. Nein, 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 nein. Wir machen erstmal kurz die Tür auf. In der Mühle. Ja, gut. Bevor ich das Schloss öffnen kann, muss ich alle fehlenden Teile finden. Ist denn nie irgendwas vollständig und komplett? Fehlt denn überall? Vor allen Dingen, wer lebt denn hier bitte? Also, wer hat hier denn mal gelebt? War das quasi so, bevor die das verlassen haben, haben sie alle Sachen kaputt gemacht, damit du, wenn irgendjemand wiederkommt, die Sachen wieder zusammenpuzzeln musst? Warum? Wirklich, warum macht jemand das? Gut, gucken wir mal, was es hier sonst noch gibt. Scheinbar nichts. Gibt's wirklich nichts? Doch, da hinten. Ich kann in dieser Dunkelheit nichts finden. Ich muss das Licht einschalten. Ich muss die Lampe anzünden, um dem dunklen Lagerraum etwas zu finden. Haben wir noch die... Wir haben noch die Streichhölzer. Yay! Ein Frosch. 33. Ein Magnet. Das ist alles? Wir nehmen uns einen Magneten und gehen wieder? Na, dann können wir auch das Wimmelbild hier draußen machen. Da drin gibt's ja nichts. Komm, hier. Anker, Becherhalter, Ruder, Glühbirne, Eidechse, Schriftrolle, Schafffigur, Hummel, Schnorchel, Angelhaken, 9 und Seestern. 9? Da ist die 9. Also es gab Wimmelbilder, die waren so einfach, dass ich quasi von vorne nach hinten einfach alles durchgeklickt habe. Ja, genau, klar. Ja. Ja, brauchen wir. Das ist... Was? Wo ist denn der Schnorchel? Da. Schriftrolle, Angelhaken und Seestern. Nein. Da ist ein Tintenfisch. Da ist ein Auge. Das war der Angel... Da, klar, so ein 2 Meter Angelhaken. Wer kennt es nicht? Seestern? Die Wimmelbilder sind immer so grell. Warum machen die das so grell? Schriftrolle brauchen wir noch. Schriftrolle. Nein. Nö. Nein. Nö. Ich suche ja nach irgendwas Länglichem. Was aussieht wie eine Rolle. Mit Schrift drauf. Das ist Tesafilm. Keine Schriftrolle. Auch im Hintergrund nichts. Vor allem, ist das eine Pelzmütze? Hier unten ist nichts. Das sieht auch nicht so aus. Das könnte natürlich hier irgendwo versteckt sein. Da, ja. Wusste ich doch. Gut gemacht. Vielleicht ist dies noch nützlich. Noch eine Röhre? 5 Wimmelbildszenen nacheinander in jeweils unter 3 Minuten abgeschossen. Boah, ich fühle mich so geil. Boah, Hammer. Hammer. Rote Senderöhre, blaue Senderöhre, Magnet. Wozu haben wir eigentlich die Fesseln und der weiße Adler? Was sagt der denn? An einem der Apparate in der Mühle gibt es ein elektronisches Schloss? Ah, ich dachte, die Senderöhren gehören in den Funkturm, aber die gehören hier rein. Vertausche die Leuchten mit Klick auf die Hebel außen. Bringe jede Leuchte in den innen farblich entsprechend. Boah, richtig lesen. Vertausche die Leuchten mit Klick auf die Hebel außen.
bringe jede Leuchte in den ihnen farblich entsprechenden Bereich. Nichts mit innen. Okay. Inwiefern können wir... Was? Hä? Also ich vertausche alle, außer die daneben sind? What? Wie auch immer sich das ausgedacht hat, darf ich ihn schlagen? Hä? Damit kann ich die hin und her schieben. Damit kann ich... Warum ändern sich die Farben? Komm hier, ich habe keinen Bock drauf. Das ist mir zu kompliziert. Da müsste ich ja hundertfach um die Ecke denken. Frosch. Und ein Würfel. Nein, wo war denn dieses Würfelspiel? Würfel. War das hier beim Palast? Ja. Klicke auf die Vierecke, um sie zu drehen. Festgenagelte Vierecke können nicht gedreht werden. Setze das Bild zusammen, um das Rätsel zu lösen. Huch, da wollte ich gar nicht draufklicken, aber das Spiel macht das automatisch. Hm. Na gut. Versuchen wir es nochmal. Also, das hier ist ja schon richtig. Nö, warum... Ich kann doch nicht lösen. Ich will das nicht spielen. Das Problem ist, dass das hier... Ja gut, das hier passt nicht. Das passt irgendwie. Ah, nein. Jetzt passt es. Okay, jetzt passen die hier. Jetzt passt das hier nicht. Okay, das hier passt. Ich muss versuchen, möglichst wenig zu klicken. Das kann ich nicht anklicken. Wenn ich das hier anklicke, ändern sich die Dinger. So? Oh Gott, das geht ja tatsächlich mit wenigen Klicks, wenn man die richtigen Felder anklickt und nicht Mist baut. Was machen wir als nächstes? Das hier passt, das hier passt, das hier passt. Das hier passt nicht. Der ist festgenagelt. Der hier passt. Wenn ich den klicke, ändert sich der. Okay. Das passt, aber der passt nicht. Der ist verkehrt rum. Der hier muss dann sowieso wieder... damit kann ich nur die drehen, okay. Damit müsste ich eigentlich nur die beiden drehen. Mist. Nein! Es war so perfekt! Huch! Echt, er spielt das für uns? Ja, da habe ich geklickt. Ja, ja, genau. Wie, dann hätte ich da... Ja, das hatte ich auch schon. Dann hätte ich das machen müssen. Ja, habe ich. Den habe ich auch. Ja, habe ich doch alles. Eindeutig, hat alles funktioniert. In die Palasthalle, dann wollen wir mal. Egal, wo ich hinklicke, es wird wahrscheinlich ein Video starten. Autsch. Eine Person allein hätte sowas nicht zustande gebracht. Sie müssen gemeinsam gehandelt haben. Hat uns der Splitter gerade getroffen und wir sind gestorben? Oder woher kommt diese Perspektive? Was? Was ist das? Die Glasvitrine öffnet sich nur mit Hilfe spezieller Druckstempel. Ja. Einen haben wir ja, aber... Das war's. Und die? Dieses Schloss wird durch etwas sehr Wertvolles geöffnet. Ich muss es finden. Ja. Musst du wohl, würde ich sagen. Was ist das? Für dieses Schloss benötige ich ein blumenförmiges Objekt. Ja. Und das hier? Für diese Vitrine benötige ich eine Art Wappen. Haben wir alles nicht. Balkon des Palasts. Zum Balkon komme ich nur mit echter Agentenausrüstung. Ja. Gut. Dann sind wir ja total weitergekommen. Ich habe immer noch diesen Magneten. Und ich weiß nicht, wohin damit. Weißer Adler? Das ist doch ein Wappen. War das nicht hier?
Nein! Warum? Warum, warum? Ach, Menno, warum funktioniert das nicht? Was sagt denn der Frosch? Klettere durch das Fenster in der Küche zum Drachentor im Hof. Zieh den Stempel. Ah, Magnet, stimmt ja. Hab ich ja ganz vergessen. Noch weiter zurück. Da links, da links, da links. Dahin. Bäh. Ein brennender Pfeil. Meine mysteriöse Komplizin hat mich nicht verlassen. Doch ich sollte vorsichtig sein. Es... keine Ahnung. Der brennende Pfeil steckt da in einem Holz, in einer Holzkiste. Da würde ich vielleicht mal die Feuerwehr rufen oder sowas. Okay, einen Frosch können wir nehmen. Danke, unbekannte Bella. Alle Antworten und der Weg hinaus sind hinter dem Tor. Beeile dich. Ja, aber den Stempel kriegen wir nur, wenn wir hier einmal... ja. Okay, Stempel mit Buchstabe. Schön. Jip, 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 dup, dup, dup. Da rein? Da rein. Palast. Das war der mit den Stempeln. Plopp. Okay. Meine Klinge, meine Regeln. Es ist Zeit, dem Phantom beim Funkturm eine Lektion zu erteilen. Ja, jetzt werden wir dem mal ordentlich lektionieren. Okay, Eingang zum Funkturm. Der Maskierte versperrt mir den Weg zum Funkturm. Ja, ich weiß, aber du... Mathe automatisch. Puh, meine Fechtstunden scheinen sich auszuzahlen. Den Degen behalte ich besser. Er könnte nützlich sein. Leider hat es ein bisschen geruckelt, das Video. Okay, ein Frosch. Ribbit. Okay, der Aufzug. Sonst ist hier nichts. Ihr habt echt so ein Bild zusammengeklebt. Mit so einer Tür und... Ich muss das fehlende Kettenfragment finden. Was? Warum? Nein. Komm, nimm doch das Ding. Das funktioniert. Wer hätte es gedacht? Der Knopf fehlt. Oh nein. Was? Das Mädchen hatte sich im Funkturm versteckt, doch sie fanden sie. Der Aufzug ist der einzige Weg. Gezeichnet Bella. Kann ich nicht die Feder mitnehmen? Ich musste doch eine Feder irgendwo reinstecken. Huch. Wollen wir da hoch? Weiß es nicht. Funkraum. Eine der vermissten Studenten. Sie schien... was? Bevor ich das Mädchen rette, muss ich die Rosen unschädlich machen. Wolltest du gerade irgendwas sagen? Ein äußerst interessanter Ohrring. Mit etwas dünnem Spitzen könnte ich das Schloss öffnen. Warum? Wer hat denn bitte einen Ohrring mit einem Schloss? Also ich kenne Leute, die haben einfach ein Schloss am Ohr. Aber nicht ein Schloss am Ohrring, damit den dir keiner klaut, während du betäubt durch eine komische Pflanze in irgendwelchen Albträumen bist. Können wir da mit dem Degen drin rumpopeln? Natürlich nicht. Was haben wir eigentlich noch? Broschenfragment. Weißer Adler. Puzzleteil. Flakon. Wir haben so viel Müll und ich weiß nicht, wohin damit. Ja, da ist die Rose. Was? Sie versuchte Hilfe zu holen, hoffend, dass jemand kommen würde. Seit heute jagen sie uns. Ich habe mich im Funkturm versteckt und es ist gefunkt. Ich fürchte mich vor allem vor diesen schrecklichen Blumen. Ich habe Angst. Ja, das waren ihre letzten Gedanken, bevor sie in einen tiefen Schlaf fiel. Ja. Okay, gut. Was haben wir hier? Oh ja, die Blümchen. Noch mehr Rosen. Dieses Bouquet ist eingeeist und verströmt nur einen schwachen Duft. Es ist jedoch nach wie vor gefährlich. Einmal den Frosch mitnehmen, den hässlichen da. Aber warum liegt da denn eine Kettensäge? Ah, Menno. Toll. Ich wollte die Blumen absägen.
Da fehlt was. Ein Schrank, der von den Angestellten benutzt wurde. Wie kann ich ihn öffnen? Jetzt verstehe ich, ich brauche ein Steuerrad, um ihn zu öffnen. Aber nicht. Da ist ein Dartpfeil drin? Klar, ich verstecke auch immer meine Dartpfeile irgendwo, wo keiner rankommt. Achso, das ist wieder die? Gut. Muss ich jetzt echt jedes Mal den Knopf drücken? Klar, aus dem Rauch wird ein Runterknopf. Bekennt es nicht. Ah, ja. Gut. Dann wollen wir mal kurz raus. Und... was wollen wir denn? Ich habe eine Kettensäge. Was soll ich mit einer Kettensäge? Es gab irgendwo so ein Ding, was wir abmachen mussten. Was sagt denn der Frosch? Zum Eingang der Bank. Die Fahne. Ja! Genau, das wollte ich. Natürlich. Ich wollte die Fahne absägen. Die Piratenflagge. Mit der Kettensäge, die eingefroren ist. Hm? Ja. Plopp. Fahnenmast. Wir haben die Kettensäge noch! Was ist das denn? Dass man im Wimmelbildspiel was behält? Wo kommen wir denn daher? Dahin. Wo kommen wir denn daher? Nee, hier war das nicht, oder? Irgendwo sagte er doch, ich brauche einen Hebel. Aber wo braucht ein... nein. Sag bloß, wir können den Baum durchsägen. Ja. Hm. Echt jetzt? Du hättest über den Baum nicht rüberklettern können. Der ist viel zu hoch und zu gefährlich. Zu rutschig, weil ist ja Schnee drauf. Da braucht man eine Kettensäge. Ja. Okay. Kirche? Ich würde gern das Gesicht der Statue betrachten, doch ich muss erst den Helm loswerden. Nein, musst du nicht. Warum auch immer du den Helm loswerden willst. Was? Was haben wir ihr da geklaut? Frosch konnten wir auch mitnehmen? Zugangskarte. Wo war die denn jetzt nochmal? Ich gehe mal in die Kirche. Oh, ein Engel. Kirchenkeller. Kirchengarten. Ja, sag mal, wie viele Orte gibt's hier denn bitte noch? 3000 Milliarden Orte. Alle in einem. Alle überall. Also, ich werde jetzt eine kurze Pinkelpause machen und danach sehen wir uns wieder. Das heißt, falls ihr das Ganze hier auf YouTube seht, denkt dran, Daumen nach oben, favorisieren, abonnieren, liken. Wer abonniert hat, der drückt die Glocke. Und wenn ihr das Ganze auf Twitch seht, dann folgt mir einfach. Dann wisst ihr immer, wann ich streame. So. Ich sag tschüss. Tschüss.